wir sehen uns lieber dann, wenn er nicht mehr schläft. Bis gleich. So, Leute, jetzt ist es auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Flash ist auf jeden Fall jetzt wach. Ja, auf jeden Fall wach. Willkommen zu diesem weiteren Daily Vlog. Ein zweiter Tag mit dem Hund. Und tatsächlich, ich habe ja richtig gut gepennt, weil das lief auf jeden Fall relativ nice. Der hat zwar ein paar Mal aufstehen müssen und ich meine, dass die erste Nacht ist nicht perfekt, das ist ja klar. Aber der Kleine hat sich auf jeden Fall gut geschlagen. Auf jeden Fall, meine Freunde, haben wir ganz viel mit ihm geübt. Und jetzt kann er auch schon so Sachen wiederholen und so. Aber das zeigen wir euch heute nicht im Vlog, denn heute ist Silvester. Der Hasstag von Hunden. Wir werden ihm nachher mal gucken, wie er reagiert auf Raketen und so. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall ziemlich scheiße für ihn. Wir werden auf jeden Fall heute ein bisschen feiern. Das heißt, wir haben Party-Popper dabei. Wir machen nachher Raclette, richtig geil. Alles essen. Alter, das ist irgendwie was sick. Was ihr auch noch nicht wisst, meine Eltern kommen ja nachher auch noch. Ich glaube sogar jetzt gleich. Das heißt, das wird auch noch richtig geil. Und dann sehen die jetzt erstmal den Hund und Lea sieht das erstmal den Hund und so. Also wird auf jeden Fall crazy. Leute, meine Eltern sind gerade gekommen und die werden jetzt das erste Mal ihn sehen. Das geht, glaube ich, nicht auf. Kommt mal rein. Hi. Bis her. Er hat ein bisschen Angst vor neuen Leuten, aber lass ihn mal schnüffeln. Schnüffeln. Ja. Das ist zu viel, Mensch. Kleiner, ja. Leute, unter deiner Welpe, jetzt hat er wieder mehr. Leute, ich will wissen, wie wieder mehr zu. Oh mein Gott. Das hast du fein gemacht. Fein. Nein, 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 nein. Mit mir. Oh, du hast Mama verloren. Muss Mama weg? Aber jetzt hast du ja den Moritz. Ja. Ich habe mich eigentlich echt gewundert, dass er sich komplett ausrastet, weil sonst rastet er nicht komplett aus, aber... Wahrscheinlich, weil er auf deinem Arm wäre, er fühlte sich beschützt. Leute, wir machen hier gerade ein bisschen Hundetraining. Und zwar hat er mich hier vorne nämlich richtig fett geböllert die ganze Zeit. Und der ist einfach gechillt geblieben, Leute. Hat sie ihn gejuckt? Ein Scheiß hat sie ihn gejuckt. Hunde orientieren sich immer nach ihren Vertrauenspersonen. Und wenn die chillig sind, dann sind sie auch chillig. Und deswegen juckt ihn das jetzt einfach gerade gar nicht. Ich hoffe, das bleibt bis Ende des Abends so, weil wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was zünden. Natürlich nicht hier im Haus, sondern ein bisschen weiter weg. Ich muss echt sagen, also er macht, ist echt so, bis jetzt auch der zahmste, erzogenste, süßeste Hund der Welt. Ja, obwohl man sagen muss, dass er ein bisschen bellt. Ein bisschen bellt. Junge, das sind Hunde, natürlich bellen die. Oh Leute, heute wird's richtig geil. Raclette, Alter, leckeres Essen. Ich bin hyped, meine Freunde. Leute, 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 ich würde sagen, jetzt geht's los mit dem Essen. Und zwar fangen wir an mit Raclette. Seid ihr hyped, Kinder? Yeah. Yeah. Leute, ich würde sagen, wir gehen mal in unsere Silvesterkiste. Oh shit. Alter, Leute, wir haben so viel kranke Party-Sachen geholt. Ihr seht Disco-Kugeln, ihr seht so ganzen Scheiß. Aber das ist erstmal später. Jetzt machen wir erstmal Essen. Oh yeah. Tasteful Technology. So will ich das haben. Ich habe echt Hunger, Alter. Wir haben alle noch nichts gegessen, oder? Nee, nix. Er geht wieder seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Wir machen währenddessen ein Unboxing. Nee, warte, lass mal jetzt so eine epische Aufmach-Montage machen. Du so. Wir brauchen keine Aufmach-Montage für die Scheiße. Okay. Wie ich dieses Geräusch hasse. Ah ja, Leute, auf jeden Fall. Lea, kannst du mal aufhören damit? Wieso Eltern? Weil das Styropor ist und das aufgeladen ist. Physiker. Okay, Leute, jetzt kommen wir zum Real Deal und zwar dem. Mama. Bellissimo. Baguette, Roulette. Baguette, Roulette. Leute, ich bin auf jeden Fall echt, hab jetzt gerade schon echt Hunger. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den Pizzateig und dann geht's weiter. Wir packen ihn aus. Mehr machen wir damit nicht. Leute, wir haben hier einen professionellen Kochtisch. Junge, wenn das nicht der perfekte Tisch dafür ist, nennt mich jetzt bitte Karl Ederson, Alter. Karl Ederson. Wenn das nicht mal das geilste Raclette ever wird. So, Leute, jetzt kommt der Schritt 2 und zwar Tomatensauce. Wie Italiener nennen das Sauce di Tomate. Wo ist mein Käse? Oh, da ist er, ja. Oh, Mozzarella. Wir Italiener nennen das Mozzarella. Leute, jetzt kommt die Mozzarella auf Pizza. Baguette. Und jetzt der letzte Schritt. Alter, das sieht ja richtig geil aus. Ich sollte, ob ich Italiener wäre. Okay. Ah, so einfach. Easy. Perfekt. Okay, und jetzt warten wir. Und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Hoffentlich eine Pizza. Montage Time. 3, 2, 1. Los. Okay, Leute, unsere Pizza ist fertig, Alter. Ich glaube, die wird richtig geil. Ich glaube, die hier wird richtig geil. Von wem ist die, Alter? Meine. Oh, Zelda, sie haben hier aber italienische Künste. Italiano. Ich würde sagen, meine Freunde, wir tun die Pizza noch raus. Wie Italiener nennen das Pizza dem Zar. Oh, meine Freunde, ich habe noch nie eine Pizza mit Messer gegessen, aber jetzt bin ich Italiener, also esse ich Pizza mit Messer. Okay, Leute, Taste-Test. Leckerste Pizza ever, Alter. Oh mein Gott, Leute, heute wird ein guter Abend. Guck mal, oh, der Arme möchte auch. Aber du kriegst nicht. Leute, ich bin ein guter Dad. Ich würde ihm niemals Menschenessen geben. Ich bin dieser Dad. Leute, ich und Flash sind auf jeden Fall jetzt voll gefressen. Und ich glaube, unser Abend ist gelaufen. Spaß.
Leute, Flash hat einfach gar keine Angst vor Silvester und sowas. Ist mega cool. Ist auch von mir erzogen worden. Das war echt mega lecker, Alter. Ich habe noch nie gedacht, dass Raclette so geil sein kann. Ich glaube, das nutze ich jetzt aber als Küche, Alter. Ja, beste ist. Und meine Freunde, wir werden einfach jetzt gleich hier das ganze Wohnzimmer zerstören, weil um 9 Uhr haben wir nämlich einen Aufräumservice, der alles wieder sauber machen wird. Das heißt, wir können jede Scheiße machen. Und genau, was passiert noch? Ah ja, genau, wir haben ja noch eine fucking 300-Schuss-Batterie, die wir gleich anzünden. Ja, und also Eskalation wird auf jeden Fall noch in den Titel geschrieben, meine Freunde. Was ist hier passiert in diesem Wohnzimmer? What the fuck? Das ganze Ding hat sich auf einmal in eine Partykulisse entwickelt. Wir haben eine Disco-Kugel hier. Wir haben eine Disco-Kugel da. Wir haben einen Countdown hier. Überall fucking Luftballons, sogar an der Decke. Und nicht zu vergessen, Leute, das 2019 fucking Nullschild mit der verkürfelten Null. Weil die kaputt ist. Leute, es gehört zur Tradition, dass man einen Sekt aufmacht, meine Freunde. Da ich aber kein Alkoholfan bin, ist er natürlich alkoholfrei, Kinder. Ja! Holy shit. Mein Handy. Natürlich, mein Handy genau da runter. Leute, Strohhalm-Knicklichter. Leute, 2019 wird alles eskalieren, meine Freunde. Boah, schmeckt so scheiße. Okay, Leute, ekelhaft. Leute, wisst ihr aus den letzten Videos, wir haben hier so ultra viele Partypopper. Oh mein Gott, es ist schon geisteskrank, Leute. Und die werden wir übrigens hier gleich starten lassen, aber erst dann natürlich, wenn es 0 Uhr wird, Leute. Wir werden dann wahrscheinlich in etwa eine halbe Stunde nur Partypopper machen, bis alle weg sind. Leute, komm, wir machen einmal aus Joke einmal schon einen. Ja, ich möchte auch einen. Okay, Leute, Testzünder. 3. Goodness. Gut, dass morgen ein Aufräumdienst kommt. Wir warten jetzt bis 0 Uhr und dann 0 Uhr. Alter, die Feier geht jetzt und ich bin gerade irgendwie voll in Escalation-Stimmung, Alter. Also keine Sorgen, unser Hund ist gerade ganz sicher, wird betreut, also macht euch keine Sorgen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bei so einem richtig kranken Feld mit so 1000 Böllern, Alter. 2019 ist auf jeden Fall fucking real. Wir haben hier einfach das fucking 200-Euro-Ding. Okay. Let's go. Holy shit, it's starting. Let's go, bro. Oh! Digga. Oh. Rumlaufen, rumschießen und einfach ein bisschen Spaß haben. Ja! Junge! Aber guck mal die Langeweile an mit den komischen Wunderkerzen, Alter. Step mal euer Game up! Oh, sie hat das sehr gut gemacht! Ein frohes neues Jahr. Meins läuft immer noch. Ja, das war krank. Jetzt gucken wir mal, was dem, wie es dem Hund geht. Ich hoffe mal. Oh, der Arme. Hallöchen. Hallöchen. Na, wie ist denn Silvester gewesen? Scheiße, oder? Also zwischendurch, ja, schon ein bisschen Angst, muss man schon. Aber musst du ihn total ablenken. Du bist ein ganz feiner Hund. Du bist ein ganz... Echt? Das war mir mein krankes Silvester. Hunde und Katzen finden Silvester nicht so geil, aber das macht auf jeden Fall immer noch richtig Bock. Wollen wir mal das Sofa im Wohnzimmer angucken, was wir angerichtet haben? Oh nein. Ach du Scheiße. Oh ach du Scheiße. Happy New Year! Leute, what the fuck haben wir angerichtet, Alter? Ja, Happy New Year! Leute, ich glaube, das Das war auf jeden Fall ein richtig verrücktes Jahr, Leute. Ich glaube, dieses Jahr war das geilste Jahr in meinem Leben, kann man auf jeden Fall schon sagen. Leute, 2019 werden wir aber auf jeden Fall das Ganze nochmal toppen, auf jeden Fall. Leute, wir leben jetzt in der eigenen Wohnung, wir haben einen Hund, was wird hier alles Crazyes passieren? Wir haben die Wohnung komplett zerstört. Leute, wir werden jetzt hier noch ein bisschen feiern und ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr gehabt. Das war's mit dem Video und ja, lasst ein Abo da, meine Freunde. Folgt auch dem guten alten Flash, @flashderhund und ich würde sagen, haut rein und ciao.